Also ich habe das genau das Gegenteil erlebt von dem, was mir prophezeit wurde, nämlich, dass ich als Wilde von der Bildfläche verschwinde und dass man gar nichts mehr von mir hört und es interessiert sich kein Journalist mehr für mich und dass das genau das Gegenteil passiert. Also ich war sichtbarer als je zuvor. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen bei Parlament erklärt. Mein Name ist Tobias Gassner-Speckmoser. Und ich bin Diana Köhler. Heute geht es um eine Art von Abgeordneten, die schon fast etwas Mystisches an sich hat. Oft wird ihnen eine besondere Freiheit nachgesagt, eine gewisse Ausgefallenheit oder manchmal sogar, dass sie ja eh nur Geld verdienen wollen, obwohl sie gar nichts dafür tun. Heute geht es um sogenannte wilde Abgeordnete. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, heute möchten wir etwas Neues ausprobieren. Anstatt dass, wie sonst immer, wir beide Ihnen etwas erklären und unsere Interviewpartner dabei nur einspielen, möchten wir heute den Spieß umdrehen. Wir haben uns nämlich mit zwei Personen getroffen, die sich bei diesem Thema etwas besser als wir auskennen. Einerseits Martha Bissmann. Sie war früher bei der Liste Pilz und war dann, vergangene Gesetzgebungsperiode, ein Jahr lang fraktionslos. Und Evgeny Dönmez. Auch er war rund ein Jahr lang ein sogenannter wilder Abgeordneter. Davor war er beim ÖVP-Club. Bei beiden gab es clubinterne Schwierigkeiten, die dazu geführt haben, dass sie ausgeschlossen wurden oder freiwillig gegangen sind. Aber das lassen wir besser die beiden selbst erklären. Wir haben Frau Bissmann und Herrn Dönmez nämlich inhaltlich dieselben Fragen gestellt. Hören Sie selbst, wie die beiden darauf geantwortet haben. Viel Spaß mit dieser etwas anderen Folge vom Parlament erklärt. Was ist ein wilder Abgeordneter, eine wilde Abgeordnete? Eine wilde Abgeordnete oder ein wilder Abgeordneter ist ein Parlamentsabgeordneter ohne Clubzugehörigkeit. Parteizugehörigkeit, die kann auch bei Abgeordneten fehlen, die einem Club zugehören, wie zum Beispiel Irmgard Gries, sie war bei den NEOS, hat kandidiert auf einer Liste, aber war nicht parteizugehörig. Aber das eben bedeutet noch nicht wild. Und wild bedeutet, da muss man schon eben keinen Club haben. Es kommt darauf an, wie man diese Funktion ausfüllt und mit welchem Verständnis man diese Rolle eben begegnet. Und ich war immer, glaube ich, zumindest ein sehr aktiver Abgeordneter. Und weil mir bestimmte Themen einfach unter den Nägeln brennen und ich die für sehr wichtig erachte. Und man kann diese Rolle, diese Funktion so oder so ausfüllen. Wie wird man wild bzw. fraktionslos? Meistens ist es ja so, dass man vorher einer Fraktion angehört und dann aus diversesten Gründen entweder ausscheidet oder ausgeschieden wird. Und dann ist man sozusagen fraktionsloser Abgeordneter. Und das wird man nur auf zwei Wegen. Und zwar, indem man einen Club, einen Parlamentsclub freiwillig verlässt. Das kann man ja. Oder ausgeschlossen wird. Es gibt aber noch einen weiteren Weg, den aber noch niemand geschafft hat. Man kann tatsächlich über ein Grundmandat aus einem Wahlkreis, wenn man eine bestimmte Stimmenanzahl schafft, sogar auch allein als Einzelperson einziehen, dann hat man auch keinen Club. Nur das hat noch niemand geschafft. Das sieht die Wahlordnung aber vor. Das wäre auch möglich. Wie wurden Sie wild? Ich wurde ausgeschlossen. Das war ein einstimmiger Beschluss. Das musste auch einstimmig sein, laut Statuten, laut Clubstatuten. In der Abwesenheit einer ehemaligen Kollegin, die hätte das nämlich verhindert. Aber die Stimmfähigkeit war gegeben. Also es waren genug Abgeordnete anwesend. Ich habe natürlich nicht mitgestimmt. Der Grund war, dass fraktionsintern der Druck aufgebaut worden ist von bestimmten Kreisen, dass ich eben aus dem Club ausscheide. Ich war ja nie Parteimitglied, sondern ich war beim Clubmitglied. Und aufgrund eben politischer Äußerungen, die in eine bestimmte Richtung interpretiert worden sind,
und wo dann alle draufgestiegen sind auf diese Thematik, wo es im Endeffekt meiner Meinung nach um gar nichts geht und auch um eine bewusste Fehlinterpretation oder eine Missinterpretation gehandelt hat. Und das hat eben dann dazu geführt, dass ich aus dem Club freiwillig ausgeschieden bin. Kurz zur Erklärung. Efgani Dönmez wurde vorgeworfen, einen vermeintlich sexistischen Tweet über die deutsche Politikerin Sosan Cebli verfasst zu haben. Er selbst hat aber stets bestritten, dass hinter diesem Tweet irgendeine sexistische Absicht war. Aber zurück zum Thema. Was heißt es, wilde oder wilde Abgeordnete zu sein? Also es heißt erstmal, dass man viel weniger Ressourcen hat. Man hat zwar den gleichen Bezug, also das Gehalt ist das gleiche, aber man hat keine Projektmittel aus der Clubförderung, die man als Abgeordnete zugeteilt bekommt, intern vom Club über die Clubförderung. Und das ist doch eine gute Summe, mit der man arbeiten kann. Mit der kann man Veranstaltungen organisieren, Pressekonferenzen, Studien beauftragen, seinen Social-Media-Account verbessern, den Auftritt, Mitarbeiter bezahlen und so weiter und so fort. Also wirklich eigentlich auch alles an Sachmitteln, Anschaffungen, was man so braucht. Es ist ja meines Erachtens nach unerheblich, ob man einer Fraktion angehört oder nicht. Die politische Arbeit gehört gemacht. Wenn man für ein Thema steht, dann gehört das thematisiert. Es ist nur ein anderes Arbeiten, ja, weil wenn man einem großen Club, so wie ich beim ÖVP-Club war, angehört hat, kann man halt, sage ich mal, auf Ressourcen zurückgreifen, die vorhanden sind. Aber andererseits kann man halt auch Themen meistens nicht zum Thema machen, weil es entweder nicht in die Parteistrategie passt oder diese Ansichten keine Mehrheit finden. Das sind dann alles Vor- und Nachteile, wenn man einer Fraktion angehört oder eben nicht angehört. Ja. Was hat das jetzt praktisch für Vor- und Nachteile? Dürfen fraktionslose Abgeordnete rechtlich Dinge nicht, die andere Abgeordnete schon dürfen? Dürfen Wilde zum Beispiel überhaupt abstimmen? Ja, also wilde Abgeordnete haben ganz normales Stimmrecht im Plenum, also bei Gesetzesabstimmungen. Wer zählt die Stimme gleich wie eines jeden anderen Abgeordneten? Und interessanterweise war bei mir bei einer Abstimmung sogar meine Stimme ausschlaggebend. Da ging es um die Verlängerung von Einspeisetarifen, also einer Förderung für Biomasse-Stromkraftwerke. Und da war die Regierung dafür und die SPÖ dagegen. Und dann hat das eine Zweidrittelmehrheit benötigt und Neos gingen da auch mit. Und nachdem aber ein paar ÖVP-Abgeordnete krank waren, war es für die Zweidrittelmehrheit notwendig, war meine Stimme dann notwendig dafür. Das war ausschlaggebend. Und dann wurde ich halt die Tage vor der Abstimmung von beiden Seiten quasi angeworben oder umworben, meine Stimme zu geben. Und ich habe mich dann tatsächlich für die Regierungsvariante entschieden. Die fand ich vernünftig. Ja, natürlich, natürlich. Also das ist Taktiererei, das sind die strategischen Spielchen. Wenn man dann sozusagen, wenn man weiß, dass es knapp wird und zum Beispiel Zweidrittelabstimmung oder so und auf jede Stimme ankommt, dann wird man natürlich umwoben und umgarnt, um da eben mitzustimmen oder dagegen zu stimmen. Und da erkennt man dann eigentlich, dass man doch nicht so unmächtig ist, ja, weil man kann doch auch, wenn es spitz auf Knopf geht, eine Abstimmung in die eine oder andere Richtung auch dementsprechend beeinflussen. Also ganz normales Stimmrecht im Plenum, in den Ausschüssen allerdings nicht. Das finde ich irgendwie nicht ganz stimmig, weil üblicherweise wird im Plenum genau das abgestimmt, was in den Ausschüssen noch abgestimmt wird. Also man hat im Ausschuss weder Rederecht noch Stimmrecht, noch kann man Anträge kann man ganz normal einbringen, aber man braucht halt die 4 Unterschriften von weiteren Abgeordneten. Das habe ich schon auch geschafft, ein-, zweimal. Und genau, nur dann, wenn man einen Antrag einbringt, hat man ausnahmsweise in der Sitzung, wo der Antrag eingebracht wird, ein Rederecht. Ja, dann darf man seinen Antrag quasi vorbringen und präsentieren, aber darf auch nicht abstimmen.
Wie verhalten sich dann die anderen Abgeordneten Ihnen gegenüber, wenn Sie plötzlich fraktionslos sind? Haben Sie da einen Unterschied gemerkt? Ja, das Verhalten war wirklich anders. Ich habe parteiübergreifend, inklusive FPÖ, eine ganz neue Form von Solidarität gespürt, Interesse und Unterstützung auch. Also man wird dann ganz anders wahrgenommen. Und ich habe mich dann auch wesentlich freier bewegt im Plenum allein an so einem Sitzungstag. Ich war teilweise richtig im Stress, weil ich mit so vielen Kollegen reden wollte und dann auch frei konnte. Davor im Club, wenn ich mich dann mal in den ÖVP-Pulk reingesetzt habe und mit einem befreundeten Kollegen der ÖVP mal länger als 10 Minuten geredet habe, habe ich mich schon unwohl gefühlt und mir gedacht, so, was denken die Kollegen, wenn ich da bei der ÖVP sitze oder sogar FPÖ. Es gab auch Kollegen der FPÖ, mit denen ich mich gut verstanden habe und immer gern mal ein Wort gewechselt habe. Und als Wilde ist man da komplett frei, also völlig frei und unbefangen. Und das fand ich, das habe ich als wirklich positiv empfunden. Wo sitzt ein fraktionsloser Abgeordneter eigentlich? Sitzt der noch am gleichen Platz, wo er in seiner alten Fraktion gesessen ist? Nein, meistens nicht. Man wird, je nachdem, in welchem Verhältnis man noch zur Fraktion steht, bekommt man eigentlich einen Sitzplatz zugewiesen. Ja? Das wird von der Präsidiale entschieden, wo man den Abgeordneten dann hinsitzt vom Sitzplatz her. In meinem Fall war es so, ich bin im Endeffekt nur um 2 Tischreihen, glaube ich, nach hinten gerückt und war so zwischen dem Block ÖVP und FPÖ. Ja, hat auch, sage ich mal, nicht nur eine symbolische Aussage, wo man wen hinsitzt, sondern auch eine inhaltliche Komponente, weil wenn man, sage ich mal, bei einer knappen Abstimmung die Stimme von einem fraktionslosen Abgeordneten benötigt und man trotzdem halbwegs in gutem Einvernehmen ist, dann ist es leichter, wenn der sozusagen trotzdem in der Nähe der ehemaligen Fraktion sitzt. Man hört und liest ja nun öfters vom Vorwurf, dass wilde Abgeordnete doch nur Steuergelder kosten würden. Und das, obwohl sie nur auf der faulen Haut liegen. Was sagen Sie dazu? Haben Sie das nur wegen des Geldes wegen gemacht? Das ist tatsächlich ausgesprochen individuell, wie man es anlegt. Man kann, wenn man will und wenn es einem wirklich egal ist, wie man nach außen wirkt und vielleicht sich politisch keine Zukunft mehr erhofft, kann man sich tatsächlich auf die faule Haut legen und einfach kaum mehr was tun, außer halt die verpflichtende Teilnahme an den Plenarsitzungen. Aber wenn man was erreichen will in der Politik, wenn man vorankommen will und sich ja ein gutes Profil aufbauen, dann kann man sehr viel arbeiten und hat auch viel Arbeit dann. Nein, also da gibt's bessere Möglichkeiten. Und wenn jemand mit dieser Haltung in die Politik geht, wird er nicht glücklich, kann er auch keine gute Politik machen. Davon bin ich felsenfest überzeugt, weil man muss für eine Sache schon brennen und auch etwas verändern möchten, um in die Politik zu gehen. Und wie man ja weiß, gibt es in der Politik keine Dankbarkeit. Und es ist leider Gottes auch, es war früher schon mal, glaube ich, lustiger Politik zu machen als wie jetzt. Ja. Das muss man auch dazu sagen. Wir haben ja vorhin gehört, dass wilde Abgeordnete einige Handicaps bei ihrer Arbeit haben. Zum Beispiel weniger Mittel, keinen Club, der hinter einem steht, oder das fehlende Stimmrecht in Ausschüssen. Würden Sie trotzdem sagen, dass fraktionslose Abgeordnete etwas bewirken können? Haben sie etwas bewirken können? Ja, auf jeden Fall. Definitiv. Also man kann die Stimme erheben, dadurch Stimmung erzeugen. Und das ist stark öffentlichkeitswirksam. Das wird im ORF gezeigt. Dann kann man das auf den sozialen Netzwerken auch, wenn man das geschickt macht und eine Rede hat, die interessant ist, kann man damit auch bekannt werden. Also einen besonderen Aktionismus ausgedacht in Solidarität mit Frauen, die muslimisch sind und Kopftuch tragen. Und da ging es um das war in der Debatte zum Gesetz, dass Kopftücher in Schulen verboten werden. Und dann habe ich eben als Zeichen der Solidarität mir selbst ein Kopftuch aufgesetzt während der Rede
Und das habe ich dann ins Internet gestellt und das ging viral in über 20 Ländern. Über 25 Millionen Menschen haben das gesehen. Das kann man als Wille Abgeordnete bewegen. Das hat sonst, ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendeine Rede von irgendeinem Kollegen in der Legislaturperiode so viral ging. Ich habe, glaube ich, in meiner politischen Arbeit sehr viel für Österreich und für unser Land bewirkt, weil ich viele Themen zum Thema gemacht habe, die eigentlich politisch kaum ein Thema waren oder wo der Blick dafür nicht vorhanden war. Ja. Im Bereich der Integration, unterschiedliche Gruppierungen, die Auslandseinflüsse, die ganze Diskussion um das Islamgesetz. Ich habe zum Beispiel die Idee und das Konzept der jetzt neu entstehenden Institution, wo es um die Beobachtung der extremistischen Gruppierung geht, das stammt aus meiner Feder, meine Idee, ich habe die Konzepte geschrieben. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, diese Folge neigt sich langsam dem Ende zu. Bevor Sie noch die Antworten auf unsere letzte Frage hören, möchten wir der Vollständigkeit halber aber noch ein paar Dinge anmerken. Den Begriff Wild, den wir ja heute schon oft gehört haben, den gibt es so nämlich eigentlich gar nicht. Das ist, wie wir in unserer Recherche herausgefunden haben, nur eine österreichische Erfindung. Korrekterweise spricht man von fraktionslosen Abgeordneten oder von Abgeordneten ohne Clubzugehörigkeit. Ein Club, nur falls Sie es nicht wissen, das ist einfach ein Zusammenschluss von mehr als 5 Abgeordneten im Nationalrat. Meist hat jede Partei ihren eigenen Club. Selten haben sich vor allem früher auch Abgeordnete von Parteien abgespalten und einen eigenen Club gegründet. Heute muss ein Club binnen einem Monat nach dem ersten Zusammentreten des Nationalrats in einer neuen Gesetzgebungsperiode gegründet werden. Also so einfach ist das heute nicht mehr. Wir haben für diese Folge mit den ehemaligen fraktionslosen Abgeordneten Evgeny Dönmez und Mata Bismann gesprochen. Sie sind beide nicht mehr im Nationalrat. Derzeit ist übrigens Philippa Strache die einzige fraktionslose Abgeordnete. Sie konnten wir aber leider nicht für ein Interview erreichen. Wie immer können Sie uns unter podcast@parlament.gv.at Anmerkungen, Fragen oder Ideen schicken. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Bevor Sie abschalten, hier noch die letzte Frage, die wir unseren beiden Interviewpartnern gestellt haben. Wie sehen Sie es heute eigentlich, dass Sie Wilde oder wilder Abgeordneter geworden sind? Wie blicken Sie heute auf diese Zeit zurück? Ich sehe das immer als persönliche, aber auch inhaltliche Bereicherung, an der man wachsen kann. Es gibt sicher auch Menschen, die vielleicht daran zerschellen oder kaputt gehen. Ich gehöre nicht zu denen dazu. Und ich habe mir gedacht, man, ist doch wurscht, ob mit oder ohne Fraktion. Es war eine wunderbare Zeit. Es war die beste Zeit, die ich hatte von den Monaten im Parlament.